Hallo, liebe Zuhörer. Willkommen zur neuen Episode von Fire Listen to Me. Mit mir, dem Robin und... Mit mir, dem Max. Moin. Korrekt. Und heute geht es um Folge 2 oder 3, je nachdem, wie man diese verdammte Zählweise nimmt, von Twin Peaks Staffel 1. Ich hatte eben auch schon wieder Probleme, welche Blu-ray lege ich ein, weil... Ab Folge 3 ist es Blu-ray Nummer 2. Aber es war noch Blu-ray. Bei mir ist es ganz praktisch. Bei mir ist der Pilot einfach auf einer DVD drauf und dann geht es weiter mit Episoden 1, 2 und so weiter. Das ist natürlich praktisch, ja. Ja. Und diese Folge, die hat's in sich, muss ich mal direkt am Anfang sagen. Ja, es sind auf jeden Fall ein paar Sachen drin, die... Und auch neue Charaktere, die ganz interessant sind und interessant werden und so. Ja, und ich muss sagen, die eine Sache, weshalb, es passieren in dieser Folge zwei Sachen, die sehr Signature-mäßig für Twin Peaks sind. An die eine in der Mitte, da konnte ich mich erinnern, dass die am Ende in dieser Folge ist. Das habe ich erst vor ein paar Tagen, ist mir das wieder eingefallen. Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Weil, ja. Die in der Mitte, da weiß ich jetzt auch. Aber dass das am Ende jetzt schon quasi kommt in der dritten Folge, hätte ich auch nicht gedacht. Allerdings, die erste Staffel hat ja auch nur so 6 oder 7 Folgen. Ja, genau. Das ist halt nicht wirklich viel, ne? Ja. Da muss ja irgendwann dann auch irgendwas Wildes passieren. Das ist korrekt. Wir fangen mit gar nicht was Weirdem an, sondern, wie man es nimmt. Du hast recht. Also, falls man, die Szene, ich weiß, jedes Mal, wenn ich die gucke, ich verstehe eine gewisse Sache nicht, aber okay. Wir sehen auf jeden Fall Familie Horn beim Essen. Ja. Im Great Northern. Genau, und da sieht man auch einen schönen Kontrast zu einer anderen Familie beim Essen, die man, ich glaube, in der letzten Folge gesehen hat und dann nach dieser Szene auch wieder sehen wird. Nämlich die Haywards. Ah, die Haywards, ja, genau. Weil diese Szene, wie die Horns da zu Tisch sitzen, es könnte nicht awkwarder und unangenehmer sein. Ja, also... So Kommunikation ist nicht deren Stärke, zumindest nicht untereinander. Ne? Nee, und die Szene geht auch viel, also Lynch macht das natürlich absichtlich, dass die Szene viel zu lang ist eigentlich. Ja. Weil in jedem anderen Film würde ich nach 10 Sekunden sagen, und Cut. Cut jetzt bitte. So, jetzt wird's awkward, ja. 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 Aber genau das soll es ja auch vermitteln. Dass diese Richtig. Leute, die sich halt untereinander eigentlich überhaupt nicht ausstehen können, vermutlich. Also, wir wissen nicht sehr viel von der Beziehung zwischen Ben und seiner Frau. Aber ich gehe einfach mal davon aus, sie ist jetzt nicht die Beste. Fühlt sich eher sehr eingeschlafen ein. Ja. Und die sind jetzt halt irgendwie gezwungen, da fürs Essen irgendwie an einem Tisch zu sitzen. Keiner hat dem anderen was zu sagen. Sie mögen sich alle nicht und, oh Gott, furchtbar. Richtig. Bis dann eine bestimmte Person reinkommt. Ja! Die wir nicht gesehen haben. Genau. Es ist von allen menschlichen Antagonisten ist er mir der Liebste. Jerry Horn ist einfach nur super cool. Ja, Jerry Horn ist ein Lustikus. Ja, genau. Er ist so, keine Ahnung. Er ist so der Comic Relief unter den Bösen. Ja, richtig, genau. Du weißt, er ist irgendwie ein Arschloch, aber so richtig übel nehmen kannst du ihm trotzdem nichts. So. Ja. Er ist so der Bösewicht, den man gern hat, irgendwie. Ja, richtig, genau. Ja. Im Gegensatz zu seinem Bruder, den man einfach nur scheiße findet. Ja, oder halt zumindest so schön schmierig, ne? Ja. Jerry ist halt eher so der, ich weiß nicht. Er ist ja charismatische unter den in der Bande. Ja, genau, charismatisch.
Charismatisch ist das richtige Adjektiv dafür. Ich glaube, das ist ja sogar auch so ein bisschen offiziell seine Aufgabe da, ne? Er soll doch dann später auch die neuen Investoren irgendwie an Land ziehen und die um den Finger Ja, so ein wickeln, ne? bisschen irgendwie Entertainer oder irgendwie sowas in der Art, ne? Ja, genau. Und zuerst mal, er kommt rein mit einem Gefolge von, ich glaube, 4 oder 5 Gepäckträgern. Mhm. Wo ich mich auch so frage, ich meine, wie viele Koffer hast du, Junge? Bist du mit deinem gesamten Haushalt nach Paris geflogen oder was? Er hat ja ein bisschen was mitgebracht, Ach ne? ja, oh Gott. Aber ja, offensichtlich. Entweder er wusste, dass er viel mitbringt, oder er hat sich einfach da ein paar Koffer gekauft. Keine Ja. Ahnung. Genau, also er war aus irgendeinem Grund, man weiß es nicht, er war in Paris, ist jetzt wieder da und er hat Baguette-Sandwiches mitgebracht. Genau. Die besten der Welt, laut ihm. Ja, genau. Und sein Bruder Ben, der schlägt da sofort drauf an. Und Ja, es. beißt irgendwie in dieses super staubtrockene oder labbrige, ich weiß es nicht Ja, genau. mir kam es sehr, sehr gummiartig vor, so wie das aussah. Ja, es sieht auf jeden Fall nicht aus wie das geilste Sandwich der Welt. Nee. Vor allem, wenn er sagt, dass auch nur Brie drauf ist. Ja, genau. Aber gut, da hat ja jeder einen eigenen Geschmack, ne? Ja. Ich meine, ich mag Chips auch, wenn sie pappig sind. Vielleicht mögen die einfach Baguettes, wenn sie labbrig sind. Ja, kann auch sein. Ja, Chips, wenn sie pappig sind. Ja. Da bin ich noch nicht so ganz mit mir im Reinen, in der Tat. Weiß ich nicht. Eventuell. Und ich finde, es dauert dann eine Zeit lang, wo Ben einfach nur am Tisch sitzt und mit diesem ba und dieses Baguette frisst. Und man muss einfach nur sagen, frisst. Denn ich finde, das Bild, was es da gibt, wie er dieses Baguette hält und davon so seitlich so abbeißt, es sieht aus wie ein Höhlenmensch, der einfach so eine Keule frisst. Ja, vor allen Dingen bearbeitet er irgendwie nur so die eine Seite, aber Ja. auch nicht von vorne, sondern irgendwie beißt so ins letzte Siebtel und dann nochmal in die Mitte und das ist ganz awkward. Also irgendwie so, ja, als hätte er Ja. jegliche Tischmanieren vergessen. Ja, also die haben das ja später nochmal, glaube ich, irgendwie dann mit so Fleisch oder so, also in irgendeiner anderen Folge. Was der Künstler uns mit dieser Szene sagen will, da bin ich selbst noch nicht so durchgestartet. Ich habe auch keine Ahnung. Wahrscheinlich fand David Lynch einfach nur entweder französische Küche geil oder Brie oder es ist vielleicht auch eine Kritik an französischer Küche. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Oder es soll wirklich irgendwas mit diesem animalischem, tierhaften sein. Also so dieses auf die Urinstinkte runtergebrochene, aber ich weiß, warum Ja, und obwohl. auf was und wieso er so eine Metapher oder Symbolik da reinbringt, weiß ich jetzt auch nicht. Eigentlich, wenn man sich, das ist eigentlich, glaube ich, eine ganz coole Richtung, in die du da denkst, weil ich meine, im Endeffekt geht es ja in der Szene, die dann darauf folgt, also zu der sich die so ein bisschen entwickelt, ja auch im Endeffekt um die Thematik Prostitution und sowas und Ach so so. Sex und so kam es ja auch sehr, in Anführungszeichen, animalisch. Ja, Bacan, okay, sei ja, besser. stimmt. Aber ja, ich finde es in der Szene nur sehr geil, wie unnormal angepisst Bens Frau ist. Ja, quasi, wenn sie Jerry sieht, dann Ja, sie so. schon das. Sie. Später wird das ja dann so ein bisschen abgemildert, aber der Anfang ist sich sehr richtig angepisst, ist also richtig Ja. hysterisch. Wie Mega kannst du hoch. es erlauben, dass dieser Typ wieder zu uns kommt? Ja, so ungefähr. Super. Irgendwie, wie lange war er denn weg? Ich meine, der Ja. müsste doch eigentlich so, müsste ja eigentlich öfters in diesem Haus Eigentlich schon. Also, anzutreffen sein. da wissen wir halt nicht die Vorgeschichte irgendwie, warum Ja. er in Paris war und ob das jetzt vielleicht irgendwie überraschend ist, dass er wieder zurückkommt. Keine Ahnung.
Ich habe mich auch gefragt, vielleicht fühlt sie sich so ein bisschen angegriffen, weil ich weiß nicht, wer das Essen von denen kocht. Ja. Aber wenn jetzt halt jemand reinkommt und sagt so, hey, guck mal, ich habe hier voll geiles Essen mitgebracht und ich sitze da und ich habe gekocht und ich denke mir so, aha, aber Ja. mein ist auch geil, halt die Fresse. Ja, aber ich So glaube, sie nach dem fängt ja Motto. schon an, bevor er die Baguettes auspackt, glaube ich. Aber kann auch sein, dass ich mich da irre. Ja, Ich ja. meine ja. Aber ja, vielleicht ist sie, hat sie dann einfach noch einen Grund mehr, pissig zu sein. Ich Ja. weiß es nicht. Aber ehrlich gesagt, glaube ich nicht, dass Frau Horn selbst kocht. Glaube ich eigentlich auch nicht. Ja. Das sah auch nicht so aus wie so Essen. Normalerweise hast du ja so Schüsseln auf dem Tisch, wo Ja, sich jeder ja. was nehmen kann. Aber das sah eher so aus wie wurd gebracht an den Tisch. Ja, genau. Die Brüder verziehen sich dann kurz für ein Gespräch unter vier Augen, wo Ben Jerry auf den neuesten Stand bringt. Er sagt, Lelands Tochter ist ermordet worden und die Norweger, nee, doch, die Norweger sind abgehauen. Und es ist wunderschön, wie Jerry einfach erstmal den Fact, dass Laura tot ist, absolut ignoriert. Ja, ist eher Und so, oh, wie schade. ja, erstmal nur so, was, die Norweger sind weg? Och Mann. Und dann so, hast du gesagt, dass Laura tot ist? Sehr schön. Und ich habe mir hier notiert, OMG Ben and Jerry. Weil mir das zum ersten Mal irgendwie bewusst wurde, dass die Typen Ben and Jerry heißen. Oh, wow, ja, stimmt, du hast Ja. recht. Und ich weiß jetzt nicht, wie lange Ja, es die Ben Marke Ben Jerry and Jerry schon Eiscreme. gibt und ob das vielleicht irgendwie ein Joke ist von Lynch, Sag aber weiß ich ich nicht. doch mal gleich nach. Ja, aber erzähl weiter. Ja, dann bekommen wir die erst zum ersten Mal vom One-Eyed Jax zu hören. Ich glaube, hier kriegen wir noch nicht ganz raus, was es ist. Obwohl, ich glaube, wir können es uns schon ein bisschen denken. Weil Ben sagt dann Genau. so in etwa, du kannst die neue im One-Eyed Jax ausprobieren. Also, Ja, genau. wenn man. Ist eigentlich schon ziemlich recht klar, was das One-Eyed Jax ist. Ja, richtig. Ganz kurzer Einschub, Ja. 1978. Also theoretisch Oh. genommen, ich weiß jetzt nicht, steht hier irgendwann, seit wann sie Eis produzieren oder bla bla bla. Die machen was anderes außer Eis? Nee, 1981 wurde der Franchise-Betrieb eröffnet. Okay, also rein theoretisch. Ja, könnte, aber ich glaube, die waren zu dem Zeitpunkt noch nicht so groß, dass man das irgendwie. Also es klingt hier eher. Seit 2 August 2000 gehören die auch erst zu Unilever. Also vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es einfach nur ein lustiger Zufall. Dann haben wir einen ganz kurzen Einschub zu den Haywards. Ja. Wirklich nur ganz kurz. Wir Da habe ich mir auch schalten. nichts aufgeschrieben. Nee, ich habe mir nur Kontrast zu den Horns, aber das hatte man ja eigentlich schon zu der Folge davor. Ja, Aber richtig. wir schalten nachher nochmal zu den da in die Szene zu James und Donna. Genau. Irgendwie, das ist mir auch in der Folge aufgefallen, es gibt viele so Aufteilungen. Also eine Szene fängt an und dann kommt nochmal ein Einschub woanders hin. Und dann geht es jetzt richtig los. Ja, Oder weiter genau. halt. Ist auch irgendwie weird, ne? Also, keine Ja. Ahnung. Ich Irgendwie habe das jetzt komisch. auch noch nie in anderen Serien so nachvollzogen, aber irgendwie fühlt es sich, wenn man es genau analysiert, jetzt mal irgendwie seltsam an. Ja, genau. Nee, dann geht's nämlich direkt zum One-Eyed Jax. Also Ben und Jerry. Oh Gott. Ben und Jerry fahren da mit so einem privaten Schnellboot hin. Ja, richtig. Ist das so? Liegt das One-Eyed Jax auf einer Insel oder einfach auf der anderen Seite von dem See? Ich weiß es gar nicht mehr. Das habe ich mich auch immer schon gefragt, aber ich glaube nicht, dass es auf einer Insel liegt. Oder das wäre, glaube ich, für die Bediensteten und für die Ja, okay. alles ein bisschen zu kompliziert. Aber das habe ich mich in der Tat auch schon öfters gefragt.
Aber es liegt auf jeden Fall nicht mehr in den USA, sondern in Kanada. Genau, das ist wichtig. Ja. Und ich habe mir hier notiert, geht es nur mir so oder wirken diese Outfits einfach nicht sexy? Weil ich Ja, weiß ich nicht. weiß Also auch nicht. außer dass da viel Haut zu sehen ist, das Outfit an und für sich, diese komischen, ich weiß gar nicht, ob es dafür einen Namen gibt, wie die Dinger da aussehen, die Damen da tragen müssen. Aber ich finde das einfach so unerotisch. Vor allem diese komischen Karten, die da dranhängen. Es ist Ja. halt so, ja, okay, es hat halt irgendwie so diese Thematik Kartenspiel und hat irgendwie Ja. auch sowas von so Mad Jester vielleicht. Aber irgendwie nicht so ganz praktisch auch. Ja, genau. Die sehen halt aus wie so Weihnachtsbäume, da hängt halt überall irgendwas dran. Ja, genau. Weiß nicht, keine Ahnung. Es sind irgendwie so, als ob, wie quasi hier so die Playboy-Bunny-Kostüme nur aus dem 19. Jahrhundert. Ja, so ungefähr. Entworfen von jemandem, der ein Faible für Bridge hatte oder Ja, Skat oder genau. so. Ja, Und was mir noch aufgefallen ist, es gibt mal wieder das Jagdthema im One-Eyed-Jacks. So wie auch in Coopers Zimmer. okay. Weil die Lampen, die von der Decke hängen, da hängen ganz, ganz viele hier diese Geweihe dran. Und ich glaube, an der Wand ringsum Okay. auch noch. Moment, wo ich jetzt gerade mal die Möglichkeit habe, Ja. schmeiße ich doch mal meine PlayStation an Ah ja. und zieh mir die Folge mal auf den rechten Bildschirm hier. Dann kann ich das mal nachvollziehen. Ja, Das also ist mir in der Tat jetzt gar nicht so richtig aufgefallen, aber okay, da warst du eher auf dem Dampfer. ja, also was ist Wanna Jacks Oh halt, Gott. was war das? Nee, hoffentlich ist das Menü nicht zu laut. Ich muss kurz Also ein bisschen. ich kann's hören. Okay, ja, ich mach die Volume jetzt leiser. Also um es mal klar auszusprechen, das One-Eyed Jacks ist, also ich glaube offiziell ist es ein Casino, Genau, ja. aber ich glaube, wenn man irgendwie VIP bei denen ist, dann kann man da noch andere Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Ja, was man an den Outfits der Damen doch Ja. gar nicht so schwer erkennen kann, Ja, genau. Also irgendwie. es ist das am schlechtesten getarnte Bordell, was ich jemals gesehen habe. Ja, so könnte man es auch formulieren. Und es scheint da halt ein neues Mädel zu geben. Da sagt Ben auch schon noch, dass die aus der Parfümabteilung kommt. Und ich glaube, das ist das erste Genau, ja. Mal. Oder nee, die Parfümabteilung haben wir schon mal gehört. Nämlich in der letzten Folge da, als die Eltern von Ronette Poleski haben das erwähnt, dass Ronette da gearbeitet hat. Ah, okay. Ja, Und stimmt, da hast recht. kriegen wir schon auch so eine Connection so, ne? Zwischen Horn, dem One-Eyed Jax und einem der Opfer. Ja, richtig. Ach, oh Mann, meine nächste Notiz heißt dann schon, oh Gott, James redet wieder über Gefühle. Ich weiß Aber ja. gar nicht. Achso, mir ist nur aufgefallen bei der One-Eyed-Jack-Szene, dass Ja. die neue auch so ein bisschen aussieht wie Laura, also im ganz entferntesten Sinne. Echt? Ja, Also, ich habe nur gesehen, sie ist auch blond. ja, vermutlich war das, was ich meinte. Und sie sieht nicht sehr glücklich aus. Nee, also im besten Fall sieht sie nervös aus. Im Ja. schlechtesten Fall will sie gerade überall auf der Welt sein, nur nicht hier. Sie sieht so ein bisschen aus wie das Love Child von Laura und ah, fuck, mein Namensgedächtnis, das kann doch nicht sein. Lucy. Stimmt, das hatte ich mir auch gedacht, dass sie ein bisschen aussieht wie Lucy. Ja, irgendwie so, wenn du die beiden übereinander legen würdest, kommt wahrscheinlich sie raus. Ja.
Ja, aber James, ja, ich habe mir Ja. nur aufgeschrieben, liebes Geblubber. Ja, Mir nur so, oh Gott. Anakin Skywalker wäre stolz auf ihn. Ja, Habibi, mach der. nicht diesen. Ja, okay, ja. Im Endeffekt, aus der Szene können wir mitnehmen, James und Donna sind jetzt offiziell, glaube ich, zusammen. Ja, das, Weil ja. vorher hatte Donna ja da noch so irgendwie Ängste, weil sie sich halt schuldig gefühlt hat, dass sie halt quasi Laura damit betrügen würde. Weil James und Laura waren ja vorher schon heimlich zusammen. Aber da sagt James einfach nur, fuck it. Richtig. Ah, Dann kommt eine Szene noch wieder im Great Northern. genau, Cooper kommt nach Hause. Er tritt in sein Zimmer, stellt sich ganz stolz hin, guckt in die Runde, flötet einmal auf seiner selbstgeschnitzten Flöte Ja. und grinst dann wie weiß ich nicht. Wie auf Happy Pills. Ja, ist so. Die Ist so, einfach so, what? Blöde habe ich mir diesmal in der Tat auch das erste Mal aufgeschrieben. Das ist mir doch dann doch auch aufgefallen. Eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, Cooper redet in dieser Folge überhaupt nicht mit Diane. Ah, okay. Interessant. Aber er redet hier mit wem anders, nämlich mit Hawk, der dann anruft und ihm berichtet, dass er im Hotel, im Krankenhaus den Einarmigen gesehen hat. Genau. Wobei ich mir so denke, hat Hawk nichts Besseres zu tun? Ich meine, da geht halt ein Einarmiger entlang. Warum? Also, Ja, irgendwie. ich fand es in der letzten Folge schon ein bisschen weird, dass er den dann verfolgt hat. Aber warum ruft er jetzt auch noch den zuständigen FBI-Agenten an und erzählt ihm das? Schon so ein bisschen diskriminierend, ne? So von wegen, Ja! ja, so ein komischer Typ, so ein So ein Einarmiger. scheiß Krüppel ist hier rumgelaufen. Ja, so ungefähr. Hawk, was ist da los? Und Cooper ist vor allem sehr, sehr interessiert daran. Ja, Cooper, ne? Naja, da habe ich mich gefragt, also Cooper und der Sheriff sind ja im Piloten auch schon im Aufzug gefahren, wo auch der Einarmige drin war. Oder Genau. ist das jetzt irgendwie so sein übernatürliches Gespür? Dass er da sagt, oh, ein Einarmiger. Da kräuselt sich doch mein Nackenhaar. Das muss doch irgendwas zu bedeuten haben. Einarmige sind immer böse. Ja. Ich weiß es ehrlich gesagt, ja, vielleicht halt so seine Intuition, ne, die später ja in der Folge auch noch eine Rolle Oh spielt. ja. Das könnte irgendwie sowas sein. Genau. Ja, wer weiß. Wobei der Einarmige ja eigentlich auch nicht so der Böse ist, ne? Nee, stimmt, das ist richtig. Also in der Originalserie war ich mir da nie so sicher, wie man den Einarmigen und dann den Arm quasi einordnen soll. Und vor allem dann nicht in Fire Walk with Me. Aber jetzt in Staffel 3 gehören sie ja wohl sehr klar eher zu den Guten. Ja, da muss ich dir jetzt einfach mal glauben, weil ich habe Staffel 3 echt. Ja, okay. Ich weiß nur noch so ein bisschen. Es ist furchtbar. Zumindest sind sie eher daran interessiert, dass Cooper wieder zurückkommt. Genau. Sie sind nicht vielleicht auf derselben Wellenlänge wie der Giant. Zumindest in Staffel 3, aber das ist ja auch alles noch Zukunftsmusik. Cooper erhält in dieser Szene noch eine geheime Botschaft. Eine anonyme Richtig. Botschaft. Also sie wird unter seiner Tür durchgeschoben. Und es steht drauf: Jack with one eye. Check mit dem einen Auge. Genau, was halt klare Oder schon Referenz bei den zum One-Eyed Jacks ist. One-Eyed Alle. Jacks, genau. Allerdings muss ich mir dann auch fragen, warum schreibt die Person, ich nehme an, es ist dann Audrey gewesen? Sehr vermutlich, ja. Ja. Warum schreibt sie nicht einfach One-Eyed Jacks drauf oder geh zum One-Eyed Jacks? Warum? Vielleicht will sie so mysteriös wirken oder so. Ich meine, sie ist ja so ein bisschen schwer, findet man ja auch später noch raus, beziehungsweise eigentlich auch schon in den Folgen vorher ein bisschen verknallt in ihn. Vielleicht wollte sie da irgendwie so ein paar Vielleicht. Stereotype abfeiern. Vielleicht. Oder vielleicht wollten die Macher der Serie ein paar Stereotype abfeiern.
Das kann natürlich auch sein. Ach Gott, in der nächsten Szene kommen wir wieder zu unseren Lieblingsfiguren. Bobby und Doofkopf. Ich weiß nicht mehr genau, wie er heißt. Irgendwas Mike. mit. Ja, Mike, genau. Ja, und Leo. Codename Snake, ne? Ja, Ja, genau. genau. Bobby, Und Leo Mike und Johnson. Leo. Kann bitte jemand einfach eine Bombe gerade abwerfen? Beste Szene der ganzen Serie, vermutlich. Ja, obwohl, also die Szene war schon ziemlich geil. Also, Ja, auf jeden Fall. Und eine Sache fand ich extrem seltsam und ich weiß auch nicht, wie ich sie deuten soll. was denn? Naja, also sagen wir mal so, Bobby und Mike suchen ja diesen komischen Football, in dem Leo, glaube ich, das Koks da reingeballert hat, ne? Ja, genau. Und wundern sich dann, dass es irgendwie nur die Hälfte ist und Leo steht dann da und sagt, bezahlt wird bei Übergabe oder so. Ja, genau. Und erklärt ihnen halt, dass das Koks erst, also dass dieses Mal so wenig drin ist, weil sie halt noch nicht bezahlt haben, beziehungsweise noch nicht so viel bezahlt haben. Genau. Und dann steht da irgendwie so ein Typ hinterm Baum, Ja, stimmt. der einfach so eine schwarze Kapuze auf hat und irgendwie auch so komplett in Schwarz ge gekleidet ist. Also nicht nur eine Kapuze, er hat eine Sturmmaske auf. Ja. Wer zum Fick ist der Typ? Ja, das habe ich mich auch gefragt und ich hatte gehofft, dass du mir das irgendwie sagen kannst. Nee, Wer ist der Kerl? keine Ahnung, Mann. Ich weiß es nicht. Vor allen Dingen, warum ist Leo. Ja, okay, dass Leo sich erkenntlich zeigt, ist klar. Die beiden kennen ihn ja eh, aber vollkommen komisch. Aber soll vielleicht auch einfach nur zum Mysterium Das Leo kann gut Johnson und sein, dem. weil ich meine, Lynch hatte ja sowieso von vornherein eigentlich nicht vor, aufzulösen, wer der Killer ist. Das heißt, er hatte vermutlich generell vor, viel eher im Dunkeln zu lassen, im wahrsten Sinne des Wortes hier in der Szene. Aber ja, ich habe das gesehen und mir gedacht, hä? Wer ist das denn jetzt? Weil Ja. Leo hatte ja, also. Also eine Person hängt ja dann noch in diesem ganzen Crime-Ding in Twin Peaks mit drin. Eine weitere Person, die aber jetzt noch nicht wieder da ist. Also wir reden von Hank. Also ich rede von Hank. Und ansonsten hat Leo ja keine Partner. Also Keine Ahnung, es ist vielleicht hat Hank total. gerade Ausgang oder irgendwie sowas. Das, ich glaube eher nicht. Also, keine Ahnung, das wär, wenn das die offizielle Erklärung wäre, dann fände ich das ein bisschen fragwürdig. Aber ja, total komisch. Und vor allem, Leo geht ja auch überhaupt nicht drauf ein. Weil Bobby So fragt gar ihn ja nicht. so: Hast du wen mitgebracht? Und Leo einfach so: Ist egal. Ja, so. Hat dich nicht zu interessieren, Wir reden da ey. jetzt nicht drüber. Aber ich fand auch schön, was du eben schon angesprochen hast, dass Leo ihn nicht nur ein wenig Koks in diesen Football getan hat. Und die zwei benehmen sich so, als würden sie sich drüber wundern. Dabei ist doch, hätten sie doch eigentlich damit rechnen müssen, wenn sie ihm überhaupt noch Geld schulden. Also die Bezahlung schulden. Ja, die beiden sind ja auch jetzt nicht so super helle, vermutlich. Ja, okay, ja, das stimmt. Und Leo weiß anscheinend oder denkt sich, dass seine Frau Shelley eine Affäre hat. Oh ja. Ja, das macht er auch ziemlich fies deutlich. Ja, und generell weiß sich Leo hier irgendwie in Szene zu setzen. Ja. Auch wenn der Trick mit der Taschenlampe unterm Gesicht ein Uralt bisschen ist. abgedroschen ist. Es wurde vermutlich am selben Tag erfunden wie die Taschenlampe. Ja, vermutlich. Aber es scheint ja zu funktionieren. Na gut, die Shotgun, die er dabei hat, die ist jetzt auch nicht. Die funktioniert definitiv auch. Ja. Und wir erfahren, also wir kriegen dann zum ersten Mal schon so eine Ahnung darauf, dass es auch zwischen Leo und Laura eine Verbindung gegeben hat. Denn er sagt zu Bobby, dass Laura ein wildes Mädchen gewesen ist. Genau, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Auch sehr schön formuliert auf jeden Fall. Ja. Und dann, als er
die beiden wieder zurück zu ihrem Auto jagt, gibt es eine wunderbare Shaky Cam-Aufnahme, wo einfach jemand seine Kamera genommen hat und durch den Wald gerannt ist. Ja, richtig. Ach, die nächste Szene, da kannst du was zu sagen. Ja, es ist Big Ed, Ja. beziehungsweise in Big Ed Hurley, ne? Genau, ja. Hurleys Haus. Und der gute Kerl kommt leider komplett mit Öl besudelt, oder was war es? Ja, Schmieröl, Maschinenöl. Irgendwie sowas, in die Wohnung. Und trampelt auf Nadines Erfindung rum. Genau. Und Nadine ist nicht sehr amused. Ja. Sie ist eher sehr entrüstet und wirft ihm Sachen vor. Und man merkt auch, dass ihre Wut sich immer mehr steigert und dass sie das Fitnessgerät, auf dem sie sitzt, einfach kurzerhand mal etwas deformiert. Ja, genau, sie entwickelt da irgendwie so Superkräfte, Genau, was und dann verfügt später einfach in. irgendwelche Eisenstangen. Ja, genau. Und in Staffel 2 wird das dann noch irgendwann total over the top auf die Spitze gezogen, so wie in Nadines gesamte Plotline. Ja, ich muss sagen, obwohl das ist ja hier auch schon echt, echt übertrieben. Also ich meine, Ja, das also, ja. aus was für einem Material war dieses Gerät bitte? Styropor offensichtlich. Ja, irgendwie sowas. Oder irgendwie pures Silber, was ja dann auch irgendwie ein bisschen, was man gut verbiegen kann. Ah, Ich okay. weiß. Aber die Szene erfährt ja noch eine Fortsetzung später, die ich Ja, dann auch stimmt. unheimlich geil finde. Ja. Ja, aber ich glaube, das für den Moment ist sie leider vorbei. Ja. Und dann kommt jetzt nämlich sowas, was ich eben meinte. Wir sehen, wie Cooper zusammen mit der gesamten Polizei Truppe, die einen Namen in diesem Sheriff's Department hat, nämlich Sheriff Truman, Andy, Hawk und Lucy. Wobei ich mir denke, es gibt doch noch andere Polizisten. Ne? Ja, ich denke mal, oder? Also ich meine, Ja, also wenn Twin Peaks wirklich eine Population von 40.000 hat oder so, dann sollte es vielleicht auch noch andere ich glaube, Polizisten geben. im Piloten haben wir auch einmal Polizisten, Statisten gesehen. Meine ich. Und Lucy ist doch die Telefonistin und Rezeptionsdame da. Muss die da nicht arbeiten? Ja, Ich meine. ja. Und so essentiell für das gesamte Unternehmen von Cooper war sie jetzt auch nicht. Ich habe, ja, eigentlich steht sie nur da rum und schreibt die Sachen an die Tafel, beziehungsweise Ja. wischt sie aus oder auch nicht. Also. Übrigens, ganz kurz noch eine Sache, die vorher noch kommt. Ja. Ich glaube, wir sehen zum ersten Mal diesen, also, wie nenne ich das, wie sage ich das jetzt? Es gibt eine Szene davor, die bei Shelley Johnson spielt und sie guckt gerade Fernsehen und da kommt die Serie Einladung zur Liebe. Ach, ich habe mir das so aufgeschrieben, dass das hier nachkommt. Echt? Ja. Ah, nee, du hast recht. Das ist wieder so eine Sache, die du eben angesprochen hast, Ja, glaube ich. genau. Da kommt erstes Ding im Wald, dann kommt das und dann kommt wieder das Ding im Wald, so. Genau. Ja, Also okay, jetzt dann sieht habe ich nichts man, gesagt. genau. Man sieht halt jetzt nur, wie sie das Experiment, so nenne ich das mal, aufbauen. Mit so einer großen Schultafel, sie messen irgendwie eine Entfernung ab und es gibt Donuts. Es gibt ganz, 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 ganz viele Donuts. Oh ja, Das habe ich. aufgestapelt in Reih und Glied Ja. formiert. Ich habe es mir hier in Caps Lock mit drei Ausrufezeichen dahinter aufgeschrieben. Donuts! Ja, das braucht man ja auch unbedingt. Natürlich, natürlich. Aber irgendwie ist auch nie. Stimmt, die essen. Also ich glaube, in der letzten Folge, da hat der Sheriff sich einen ganzen Donut irgendwie in den Rachen gestopft. Aber ansonsten, stimmt. Jawohl, muss man auch sagen, es ist beim Filmen nie ratsam, in einer Szene tatsächlich etwas zu essen. Ja, okay. Weil man dreht eine Szene immer mehrmals. Auch wenn sie gut aussah, wird das mehrmals gedreht.
einfach um mehrere Variationen zu haben oder dann auch aus verschiedenen Blickwinkeln. Und zum einen muss der Schauspieler dann halt dauernd diesen Donut essen, also einen immer wieder Donuts essen. Und da muss man darauf achten, dass es, wenn man es aus verschiedenen Einstellungen dann hat, dass es gleich aussieht. Dass er nicht in der einen Sequenz nur einmal abgebissen hat, da beim Schnitt hat er schon quasi alles gegessen oder sowas. Deshalb Ja, richtig. beim Da muss Filmen man Essen vermeiden. besser ist das. Ja, leuchtet mir auf jeden Fall ein. Das stimmt. Ja. Genau, dann wird nämlich weggeschaltet zu Shelly zu Hause. Genau. Und da läuft dann tatsächlich zum ersten Mal, läuft Invitation to Love, die ja, Soap-Opera in der Soap-Opera. Genau. Allerdings, Die wir. wirklich so käsig klingt, dass Ja. ja, kannst du ein Butterbrot an eine Boxen halten. Ja, ich würde alles drum geben, wenn die tatsächlich mal irgendwie produziert wird. Wäre bestimmt Das. sehr geil, Ja. Das wäre so ein Ding, das würde Tarantino machen. oder? So, der würde extra dafür, dass das in seinem Film dann einmal im Hintergrund läuft, würde der so eine gesamte Folge von diesem Zeug drehen. Der ist halt so ein Irrer. Stimmt, das war bei Inglourious Basterds auch so, ne? Dann Genau, da haben die hat er doch dieses diesen. Stolze Nation oder irgendwie so ein Kram. Ja, genau, den Film hat er dann tatsächlich gedreht, so wie ich das verstanden habe. Schon geil. Ja. Aber wir kriegen hier noch nichts tatsächlich von Invitation to Love zu sehen, nur quasi das Intro. Ja, genau. Aber Shelley Johnson ist auf jeden Fall schon eher wenig erbaut. Ja. Und hat so dieses. Boah, was eine heile Welt, scheiße. Ich habe voll keinen Bock darauf, Gesicht aufgelegt. Ja. Naja, was willst du auch anderes erwarten, wenn auf dem verkackten Fernseher, wo Invitation to Love läuft, auch noch direkt ein blödes Foto von ihrem beschissenen Mann steht. Ja, stimmt. Und dann kommt Bobby zu Besuch. Ja, er zwängt sich so ein bisschen in die Wohnung, ne? Wo ich mir auch denke, ey, Digga, Leo hat quasi durchblicken lassen, dass er weiß, dass Shelly irgendwas mit einem anderen Typ hat. Vielleicht solltest du keine 5 Minuten später unangemeldet bei Shelly auftauchen. Ja, vor allen Vielleicht. Dingen dann so mit, ja, erst tanken, wir haben wenigstens 20 Minuten. Und ich denke Ja, mir so, Alter, ja. 20 Minuten ist gar nichts, what the fuck? Ja, der kann quasi jederzeit wieder da sein. Und generell, vielleicht, wenn der Typ ist eindeutig ein Psychopath. Vielleicht solltet Ja. ihr es, wenn der schon einen Verdacht hat, es erstmal ruhig angehen lassen, dann jetzt erstmal. Er wäre natürlich eine Option gewesen, auf jeden Ja. Fall. Aber hier, Bobby sieht dann natürlich die Überbleibsel der letzten Leo und Shelly-Szene in Shellys Gesicht. Und dann schwört er halt, dass wenn Leo Shelly noch einmal anrührt, wird er Leo töten. Und ich denke mir so, ja, sure. Wow. Sure, Kleiner, du tötest Leo. Sehr bedrohlich. Ja, schon klar. Und dann, ja, dann geht's ins Double R mit Ed und Norma. Genau. Da habe ich mir nur bla aufgeschrieben. Ja, die unterhalten sich quasi darüber, was in der letzten Ed-Szene mit Nadine passiert ist. Ja. Dass Nadine allmählich den Verstand verliert, das sagt Ed, aber das hat der Zuschauer eigentlich zu dieser Zeit auch schon rausgefunden. Ja, irgendwie schon. So, und dann geht's nämlich zurück in den Wald. Zurück zum großen Endlich. Tibet-Experiment. Ja. Ich habe mir jetzt aufgeschrieben, ich glaube, das ist auch das Erste, was passiert. Lucy hält nicht Kaffee aus, ne? Genau, und alle sind sofort so, sie hören so, oh, Kaffee, Kaffee, alle, okay. Ja. Und Coop spuckt einfach seinen Kaffee aus. Ja, weil er zu heiß ist, glaube ich, oder? Weil er zu heiß ist, genau. Aber trotzdem findet er ihn verdammt gut. Ja, es ist damn good coffee. Er ist auf jeden Fall, seine Geschmacksknospen sind sehr schnell, was ist auch. Und offenbar auch sehr hitzeresistent. Ja, ich weiß Ja. ja nicht. Und dann erzählt er von seinem Traum, den er vor einiger Zeit hatte.
Genau. Und er lässt ein paar Facts über Tibet droppen. Ja, genau, von der Unterdrückung der Tibeter durch die Chinesen und hast du nicht gesehen. Vor allem durch die chinesischen Kommunisten. Er ist sehr, er, aus irgendeinem Grund ist er sehr darauf erpicht, immer darauf hinzuweisen, dass es die Kommunisten waren. Die Kommunisten sind in Tibet eingefallen und dort herrschen seitdem Kommunisten. Ja, Ich das weiß ist nicht, warum so. das unbedingt sein muss, aber naja, Amis in den 80ern vermutlich. Ja, richtig. Ich glaube, da hast du schon mehr oder weniger das Motiv. Ja. Ich habe mir nur aufgeschrieben, dass diese ganze Intuitionsmethode, er sagt ja da irgendwie, dass er einen Traum gehabt hat und halt dieses Mitgefühl entwickelt hat gegenüber der tibetischen Bevölkerung und dass ihm dann irgendwie auch noch diese komische Methode der Evaluation oder sowas, keine Ahnung, erschienen ist. Und ich habe nur geschrieben, wow, Coops Esoterik sind geht steil. Ja, So. ich hab mir aufgeschrieben, damals meine ursprüngliche Reaktion, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, war: Der ist FBI-Agent? Ja, richtig. Man denkt sich echt so: Was ist das für ein Spinner? So. Und Harry denkt sich das ja auch. Ja, Er genau. fragt ihn so auch so. Und sie haben diese Methode wirklich aus einem Traum? Und da, Und Coop ich, das, das sagt das ist. ja. Und er so, dann so. Klopft ihm einmal auf die Schulter so, okay, Kleiner, okay, mach einfach. Ja. Schauen wir mal. Ja, aber es ist, ich finde es auch irgendwie cool oder ich weiß nicht, interessant, dass das dann so gemacht ist. Ja, der Sheriff fragt halt einmal so nach, aber alle anderen gehen da so voll konform mit. Bist du noch da? Ja, hallo? Okay. Wow, ich hab eben den Rest des Satzes nicht gehört, deswegen. Okay, ja, also ich meinte, der Sheriff fragt zwar einmal nach, so, aber Ja. alle anderen sehen das all irgendwie nicht so kritisch. Ja, die machen irgendwie komplett mit, so. Ja, na ja, gut, Lucy und Andy, denen kannst du vermutlich alles erzählen. Ja. Gibt's doch auch, glaube ich, später noch eine. Ah nee, genau, das ist in der Szene, wo Harry Andy ziemlich am Dis. Ja, stimmt so ein bisschen. Aber zuvor, ich habe nochmal geguckt, ob es irgendeine Verbindung gibt zwischen, weiß ich nicht, Ende der 80er und Tibet, Ja. warum Lynch das aufgegriffen haben könnte, aber ich habe nicht wirklich was gefunden. Ich weiß halt, dass das in Tibet die Form des Buddhismus, die da praktiziert wird, ist halt sehr esoterisch. Ja. Und daher würde mich das alles nicht wundern, falls das wirklich auf einem gewissen Ritual beruht. Ja, wobei Oder ja ja. eigentlich nie gesagt wird, dass dieses Ritual, was er dann da macht, irgendwas konkret mit Tibet zu tun hat, oder? Ja, stimmt, hast recht. Also eigentlich ist es ja eher so, dass das ihm. Dass er dieses Mitgefühl hatte und dann ist ihm diese Methode erschienen, ne? Ja, genau. Ja, Also, stimmt auch wieder. ist ein bisschen seltsam, da noch diese ganze Tibet- und Dalai Lama-Connection reinzutun. Ja. Aber ja, Lynch steht halt auf diese Esoterik-Magie, so nenne ich es Ja. mal. Ja, klingt gut. Ja. Und also, was er dann genau macht, ist alle Namen, die mit einem J beginnen, weil Laura hat sich halt laut ihrem Tagebuch mit einem Typ namens J getroffen. Die stehen auf dieser Tafel. Dann werden Cooper diese Namen nacheinander vorgelesen und nach jedem Namen wirft Cooper einen Stein nach einer Flasche, die irgendwie 20 oder 12 Meter von ihm entfernt auf einem Holzstumpf steht. Und ja, das ist, ja, das ist das, was da passiert. Und Lucy muss dann quasi aufschreiben, was passiert. Also, ne, mit der Flasche Genau. einfach gar nichts passiert oder in dem einen Fall wird sie ja gestriffen. Oder Genau. beziehungsweise die Flasche ist umgefallen, aber nicht zerbrochen und das ist sehr wichtig, das muss sie aufschreiben. Ja. Und Hawk muss den Eimer mit den Steinen halten und er muss dabei Ofenhandschuhe tragen. Das habe ich mich auch gefragt. Was sollen diese verdammten Ofenhandschuhe? Ja, der darf die Steine nicht mit seiner
Ja, non-spirituellen mit Aura beflecken oder sowas, keine Ahnung. seinem mit dem Chi seines Körpers Ja, beflecken, ja. genau. Das wird sein. Und da habe ich mir gedacht, diese Szene, die dient auch noch als kleine Erinnerung an den Zuschauer, wer wer ist. Ja. Ne, weil wir hatten jetzt zwei oder drei Folgen quasi Overload an Figuren, die alle irgendwie miteinander verwoben sind. Und jetzt wird nochmal zumindest bei ein paar so runtergebrochen, wer die überhaupt sind. Was Ja, richtig. ganz nett ist. Vermutlich ist Lucy auch deswegen dabei. Ja, Oder vermutlich. vielleicht auch einfach mal, um dieses Pärchen Lucy und Andy ein bisschen darzustellen. Stimmt, ja. Weil bei einem von Dings, Coopers Würfen prallt der Stein von einem Baum ab und trifft Andy am Kopf. Ja. Und Lucy, er sagt so, oh, Andy, Liebling und sowas. Also das kann man wieder so ein bisschen durchsehen, dass die beiden halt ein Paar sind. Genau. Und Ja. Sheriff Truman sagt, wo nichts drin ist, kann auch nichts kaputt gehen oder irgendwie Ja, sowas, ne? genau, das sagt er. Da denkst du dir so, wow, das ist nett. Ja, ich glaube, so wie der das gesagt hat, ich glaube, sie Da. verstehen sich schon untereinander und wissen, dass der das nicht böse gemeint hat. Ja, war auf jeden Fall witzig gemeint. Ja. Und beim letzten Wurf trifft Cooper dann die Flasche. Und sie zerbricht. Und das war die Flasche von Leos Namen. Bester Ehemann des Jahres Genau. 1989 Genau. oder so. Das ist interessant, weil vorher, als noch einmal kurz die Namen durchgegangen sind, da sollte der Sheriff auch immer dazu sagen, welche Verbindung die Personen zu Laura haben. Und Genau. bei Leo, da hat er dann so Verbindung unbekannt. Weil es war ja tatsächlich so. Wir wussten bislang noch nicht, dass Leo tatsächlich irgendwie was mit Laura zu tun hat. Richtig, genau. Aber scheinbar. Genau. Wir als Zuschauer wussten das ja schon vorher, quasi, als er gesagt hat hier zu Bobby, Laura ist ein wildes Mädchen gewesen. Ja, genau. Das war ja auch ganz cooles Foreshadowing dann, ne? Und Ja, hast du genau. quasi als Zuschauer so schon so die Erwartungshaltung. Ja, jetzt muss so langsam was passieren und dann zerbricht auch die Flasche. Genau. Aber es geht als nächstes geht's dann wieder ins Double R. Genau, Und da aber diesmal mit Haywards und Audrey. genau, da fall als Audrey dann ins Double R kommt, der Doc Hayward dreht sich so um und sagt dann so, Audrey Horne ist gerade reingekommen. Was hat die denn hier verloren? Und ich denke mir so, Alter Doc, what the fuck? Ja, Was darf ist denn sie nicht los? Die Bekannte, in die der geht Stadt einfach. rumgehen? Bitte? Da darf sie nicht einfach durch die Stadt gehen und Anscheinend in nicht. ein Diner? Und im Hintergrund wird dabei wieder Audreys Theme-Song gespielt. Genau. Dieses etwas seltsame Lied, wozu sie auch schon in der letzten Folge, glaube ich, getanzt hat. Sie macht es auch selber an der Jukebox, ne? Ach ja, stimmt. Ja, es ist ja wieder in Universe-Musik. Ich habe da auch immer gedacht, dass es wieder nur im Hintergrund ist. Also Ja, halt. es ist irgendwie weird, so, aber ja. Ja. Sie macht es halt an, es fühlt sich auch irgendwie nicht so an, als würde es aus der Jukebox kommen, Ja, genau. irgendwie. Vor allen Dingen, dass so ein ultra weirdes Lied auf so einer Jukebox in so einem Diner steht, ist auch irgendwie. Das stimmt. Naja. Ja, es kommt dann zu einem Gespräch zwischen Audrey und Donna. Und nach diesem Gespräch bin ich noch mehr verwirrter über die Audrey-Laura-Verbindung. Ja, richtig. Weil Weil. Audrey hier jetzt wieder sagt, sie mochte Laura gar nicht so sehr. Ja, sondern nur, dass Aber sie sie. halt dankbar ist, dass sie immer mit ihrem Bruder geholfen hat. Genau. Aber vorher hat sie irgendwie gesagt, Laura ist ihre beste Freundin oder so gewesen. Jetzt aber dann Ja. doch nicht. Und what the fuck, Mädchen? Komm mal Kann klar. sich irgendwie nicht so ganz entscheiden. Ja. Und Audrey wirkt halt in dieser gesamten Szene total weg, oder? Als ob sie Ja. total auf irgendwas drauf wäre. Ja, ziemlich. Ziemlich, keine Ahnung.
fortgeklatscht. Ja. Und sie lässt durchblicken, dass sie auf Cooper steht. Ja, und zwar ziemlich offensichtlich. Ja. Und da stelle ich mir so, ich weiß nicht, weißt du noch von letztem Mal, halt, dass Cooper, also dass Kyle MacLachlan damals mit der Schauspielerin von Donna zusammen war und die halt so mega eifersüchtig war. Da stelle ich Oh, mir die vor, Szene wie schön die Szene gewesen sein muss. Ja, beim Drehen auf jeden Fall war wahrscheinlich eine wunderbare Stimmung. Oh yes. Oh, dann als nächstes. Zum einen, sie finden irgendwie einen neuen Hinweis. Also irgendwie Irgendwie so ein Lappen, ja, am Tatort ist so ein blutiger Waschlappen oder Lappen so. oder Tischtuch oder sonst irgendwas gefunden worden. Ja, irgendwie sowas. Wird aber überhaupt nicht weiter thematisiert. Ich wusste das auch nicht mehr, dass es das noch irgendwie gibt. Nö. Sondern es kommt eine neue Figur. Richtig. Mr. Albert Rosenfield. Albert Rosenfield, der Anti-Cooper. Ja. Er ist auch ein FBI-Agent. Und zwar ein, wie sagt man das? Ein. Oh, Hier. frag mich nicht. Ich bin schlecht in sowas. Halt die Leichen untersuchen. Scheiße. Ja, Gerichtsmediziner. Gerichtsmediziner, korrekt. Nice. Er soll halt irgendwie der Beste sein und Cooper hat ihn hier als Hilfe hinbeordert. Und der Typ ist einfach nur ein Arsch. Ja, er ist vermutlich gut in dem, was er tut, und er hat vermutlich auch gar nicht mal so Unrecht, aber er ist ein Ja. ziemliches Arschloch, ja. Genau, also der Typ, er tut nicht mehr, also er will noch nicht mal irgendwie sympathisch rüberkommen. Er ist einfach ein Arsch zu jedem. Ja, also irgendwie, außer vielleicht zu Coop, das geht immer Ja. noch so ein bisschen, aber zum Rest, uff. Für den sind das alles irgendwie so stupide Hinterwäldler da in Twin Peaks. Ja. Ich habe übrigens, letztens habe ich mich sehr gewundert, das ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her, da haben wir bei Kumpels Robocop gesehen, also den alten aus den 80ern, und da spielt er ja Ja. auch irgendwie mit. Ja. Da Ja, spielt aber, stimmt. glaube ich, auch der Vater von Von Laura, Laura Lila. Ja, mit. stimmt, der spielt da auch Und mit. ich dachte, das war auch zu der Zeit, wo ich irgendwie das erste Mal Twin Peaks gesehen habe, und ich dachte mir nur so, was ist das jetzt hier? Gleicher Cast wie Twin Peaks, aber ich gucke gerade einen Actionflick. Ja. Das übrigens ein wunderbarer Film. Ich weiß, ich habe ihn leider nur ein einziges Mal bislang gesehen. Das ist viel zu wenig. Der ist so wunderbar übertrieben von der Gewaltdarstellung. Ja. Ist ja So, auch auch mal. Paul Verhoeven, ne? Ja, ist es. Ja. Ja, da ist mein Lieblingsfilm ist da Starship Troopers. Ja, der war auch geil. Ja, der ist super. Ich meine, ich Den habe finde, ich den aber. Film kann man gar nicht oft genug gucken. Der ist. Den habe ich leider auch erst einmal gesehen, aber da. Ah, Der läuft bei okay. uns demnächst irgendwo im Kino hier in Bonn. Oh, geil, den würde ich gerne beim Kino gucken. Ja, komm rüber. Aber Ja, nur ich kann ja gleich uncut, mal nur gucken. uncut. Ich werde da gleich mal. Ja, da gleich mal ein bisschen recherchieren. Ich habe einmal, also ganz kurz, wir hören sofort auf, aber ich habe einmal eine Starship Troopers Version im Fernsehen gesehen, die um 7:45 lief. Okay. Und die Oh. dementsprechend halt kaputt geschnitten war und es war einfach nicht mehr lustig. Den Film konnte man sich nicht angucken. Kann ich mir vorstellen, ja? Furchtbar. Jedenfalls. Ja, was mir noch aufgefallen ist, Lucy liest in dieser Szene ein Buch über Tibet. Ja, das fand ich auch so super süß irgendwie. Aber Hat sie so. was mir auch noch aufgefallen ist, das Buch, das heißt nicht irgendwie die Geschichte Tibets von 1637 bis 1950, sondern heißt einfach nur Tibet. Ja. Ja, Kurz, es ist prägnant, alles knackig, drin. auf den Punkt gebracht, Tibet. War nicht lange um heißen Brei, Ja. alles. Ja, und Lucy ist auf jeden Fall unheimlich not amused über Albert. Sie zeigt ihm, Ja. glaube ich, auch so eine. Also, sie steckt die Zunge raus, wenn er nicht hinguckt oder irgendwie sowas, ne? Ach echt? Das habe ich gar nicht Ich gesehen. weiß nicht mehr ganz genau. Ja. Moment, ich schau mal kurz vor. Kann ich mal gucken. Und ich fand es auch schön, dass
Der Sheriff Truman nimmt dann am Ende Albert so kurz ein bisschen zur Seite und sagt ihm dann so: Wenn Sie hier noch weiter so einen Scheiß verzapfen, ne? Dann werde ich Ihnen auf die Fresse geben. Ja, So quasi sagt er so. mega gut. Ach, die nächste Sequenz ist wieder was für dich. Ja, da geht's wieder zu Big Ed und Nadine. Ja. Und turns out, Nadine ist übertrieben glücklich darüber, dass Ed auf ihre, naja, keine Ahnung, wie nennt man das, Konstruktion getreten ist. Ja. Weil das Schmieröl hat sich oder hat sich mit der Watte verbunden. Genau. Und anstatt das Ganze wegzuschmeißen, hat Nadine einfach das in ihre Erfindung mit eingebaut und ist dann total glücklich, wie nennt man das, Jalousien-Leitsystem zu zeigen, was Ja. komplett ohne Geräusche funktioniert. Ja, Und und laut für die Nadine Szene werden haben sie sie auch. bald steinreich sein. Ja. Ich glaube, für die Szene, wo sie das auf und zu macht, haben sie einfach nur den Sound auf Mute Oh gedreht. ja, 100 Einfach so Pro. total geil. Ja. Aber ja. Ich stelle mir so vor, das Prop Department hatte irgendwie so den Auftrag, das irgendwie wirklich geräuschlos zu machen. Und sie, also, David, wir kriegen das nicht hin. Das geht nicht geräuschlos. Ja, Also ja. dann machen Sie einfach die Tonspur später raus. Ja, richtig. Mega Das gut. fällt keinem auf. Ja. Ja, danach. Oh ja, okay. Pete und Catherine kommen dann wieder. Richtig. Wo Pete seine komischen Schuhe auf Catherines Bett mit Nerzöl einreibt. Ja, frag mich nicht, was Nerzöl ist. Das gucke ich jetzt Ich hoffe, nicht. es ist nicht wirklich Öl aus Nerzen. Doch. What? Ja, ist ein Tierfett aus dem Unterhautfettgewebe von Nerzen und Mardern. Alter, leck mich am Arsch. Wusste ich bis jetzt auch ehrlich gesagt nicht. Scheiße. Krass. Naja, okay. Hat man halt früher sowas verwendet wahrscheinlich, ne? Ja. Ach so, ja, Catherine ist sehr neugierig darüber, was Cooper eigentlich wollte. Also es scheint auch derselbe Tag zu sein wie in der letzten Folge, wo Pete irgendwie der Fisch in den Kaffee geraten ist. Ja, genau. Und ja, was, ja, stimmt. Pete lässt dann Josie heimlich den Schlüssel für den Tresor zukommen. Mit Den den Josie, zwei. genau, den zwei Hauptbüchern habe ich jetzt mir rausgeschrieben, so hießen die Dinger. Ja, Wovon es halt also eigentlich nur eins geben sollte. genau. Wenn es da zwei gibt. Ja. Smells a little fishy. Genau. Und ich glaube, wir haben ja schon in der letzten Folge erfahren, dass Catherine halt eins gefälscht hat, wo dann. Verdammt, jetzt weiß ich es immer noch nicht. Da waren, wo halt auf jeden Fall die Angaben und Daten irgendwie Ja, halt. Entweder zu hoch zum oder zu Nachteil, niedrig. nehme ich mal an, zum Nachteil des Sägewerks drin waren. Weil sie wollen es ja eigentlich Ja. bankrott machen, um dann an das Land zu kommen. Ja. Ja. Jawohl, dann müssten sie ja eigentlich zu gut sein, damit man nicht merkt, dass es immer schlechter wird, oder? Naja, wenn das Ding halt schlecht läuft, dann und es dann irgendwann zumacht, dann wird natürlich das Land billiger, würde ich mal so von ausgehen, oder? Ja, das stimmt. Also es kommt halt wahrscheinlich darauf an, oh Gott, ich weiß nicht, wie man eine Firma gegen die Wand fährt, aber Ich auch nicht. du kannst ja theoretisch genommen sagen, okay, wir machen es extra schlecht oder wir machen es extra gut, weil dann ist ja dieser Impact größer, wenn du auf einmal gar kein Geld mehr hast, dann kannst du gar nichts mehr bezahlen, aber in den Finanzbüchern steht eigentlich immer noch, ja, aber ist ja trotzdem noch gut, aber du hast halt trotzdem kein Geld mehr. Ist Ja, keiner da, fuck da, ich ich weiß es habe nicht. da auch null Ahnung drüber. Jeder BWL-Student jetzt so, um Gottes Ja, Willen. genau die. Aber nicht mit Scheiße. Ja, es tut uns leid. Der Punkt ist, Catherine manipuliert etwas, um dann im Endeffekt schneller oder einfacher an das Grundstück zu kommen. So. Genau, das kann man festhalten. Ja.
Oh, und die nächste Szene ist auch direkt so mega weird wieder. ja. Mit Leland. Ja. Und da bekommt nämlich Leland zum ersten Mal sein chronisches Tanzen. Ja, seine Tanzzwangsneurose. Ja, genau. Und er tanzt zu einem wunderschönen 50er-Jahres-Song, der gut in Fallout reinpassen würde. Ja. Und ich weiß nicht, das soll so ein bisschen so, also so symbolisieren, wie er irgendwie den Tod seiner Tochter irgendwie verarbeitet, irgendwie. Ja, vermutlich. Er tanzt dann ja auch mit dem Bild Ja, und ist dann so ganz erschüttert, als er wie das Bild kaputt macht und sich Genau. schneidet und schmiert dann das Blut auf das Bild von Laura, und du Ja. denkst dir nur so, ja, Ja, okay. Leland beschmiert Lauras Bild mit Blut. I see what you did there, David Lynch. Oh ja. Und Sarah, also seine Frau, die ruft im Hintergrund etwas Wunderbares, nämlich, was in Gottes Namen geht in diesem Haus vor? Und ich kann da nur Ja. sagen, das ist eine sehr gute Frage. Oh ja. Das weiß ich jetzt nach der gesamten Serie, weiß ich das immer noch nicht so wirklich. Was im verdammten Haus der Palmers vorgeht. Es ist ein, wie nennt man das? Immer fortwährendes Mysterium. Ja. Und ja, wow. Wir kommen zum Finale. Ja, richtig. Und das Finale nimmt eine ganze DIN A4-Seite bei mir ein. Ich habe ehrlich gesagt gar nicht so viel aufgeschrieben, weil ich mir dachte, das ist so furchtbar. In Anführungszeichen gibberish. Ja, Aber also vielleicht kommst du mit ein bisschen mehr. wir sehen Cooper, wie er sich schlafen legt. Und dann befindet er sich auf einmal in einem Raum, dessen Wände mit roten Vorhängen verhangen sind. Er sitzt auf einem schwarzen Ledersessel. Ich weiß nicht, ob man das jetzt in der Einstellung schon sehen kann, aber im Hintergrund steht auch noch eine weiße Frauenstatue ohne Arme, glaube ich. Oder hat die Arme? Ich weiß es nicht mehr. Ich meine, sie hat Arme, das ist auch irgendwie so eine. Sieht halt aus wie so klassisch römisch oder irgendwie so ein Kram, Ja, ne? genau. Oder Renaissance oder sowas. Ich Wo schwimme man das mal halt kurz dann vor, dann kann kopiert ich hat. gucken. Na gut, mein erster Comment hier, der ist einfach nur Black Lodge OMG zum ersten Mal, ja, endlich. Also ist noch nicht so aussagekräftig. Dann, Cooper ist alt. In Anführungszeichen alt. Er sieht eher ein bisschen vertrocknet aus. Ja, eher so ein bisschen wie die Peel-Off-Maske Ja, hat sich ein genau. bisschen gewellt. Genau, also das erfahren wir hier auch noch gar nicht. Also ich glaube, mir war damals nicht klar, dass er da alt aussehen sollte. Das sagt er dann, glaube ich, erst in der nächsten Folge, als er von seinem Trauma erzählt. Kann sein, ja. Ja, und Also im dann. Moment denkst du dir nur so, es sieht komisch aus. Ja, genau, er sieht irgendwie sehr, sehr seltsam aus. Und dann, wir sehen den Zwerg, wie er irgendwie mit dem Rücken zu Cooper da irgendwie rumzittert. Dann ganz viele Schnitte, Einstellungen. Sarah, also Lauras Mutter, rennt wieder die Treppe runter, also in ihrem Haus rennt die Treppe runter. Man sieht wieder den Ventilator, der sich diesmal dreht. Dann wieder ganz kurz die Einstellung zu Bob, wie er da hinter dem Bett oder was auch immer es war, hockt. Und dann kommt der Einarmige auf einmal ist der Einarmige auf einmal zu sehen und auch zu Genau. hören, denn er rezitiert diesen Vers. Den habe ich mir hier komplett Richtig. aufgeschrieben. Ah, nice, den suche ich nämlich Ja, gerade. durch die Finsternis des zukünftig Vergangenen sehnt der Magier sich nach Licht, nach einem Weg heraus aus zweierlei Welten. Feuer, zieh mit mir. Ja, whatever. Whatever. Wobei hier durch dieses Finsternis des zukünftig Vergangenen ja eigentlich auch schon so ein bisschen diese Relativität von Zeit in der Twin Peaks Mystik Ja, ins das Spiel stimmt. kommt, was ja dann vor allem in Staffel 3 Richtig. wichtig wird, die ja, habe ich mir mittlerweile in Videos sagen lassen, absolut nicht chronologisch erzählt wurde.
Ja, richtig. Ja. Und er erzählt noch, glaube ich, irgendwas von. Er erzählt noch weiter, er erzählt noch ein bisschen mehr. Hast du aufgeschrieben? Ja, dann aber nicht mehr halt wortwörtlich, sondern wie, in Stichpunkten. Er Hm? erzählt halt, dass er und jemand anders, ich glaube, er sagt noch nicht wer, über dem Kaufladen gewohnt haben, was halt der Convenience Store ist im Beziehungsweise Deutschen. über etwas, was ihr Kaufladen nennt, wohl nennt oder Ja, irgendwie sowas, ne? genau. Ne? Wo man so Genau. direkt so, okay, ist er gar kein Mensch? Ist er irgendwas anderes? Oder was geht Ich da ab glaube, er so? sagt sogar, wir haben damals unter den Menschen gewohnt. Über Ja, etwas, irgendwie was ihr sowas. einen Kaufladen nennt. Ja, stimmt. Er erzählt, dass er früher eine Tätowierung auf seiner Schulter hatte. Doch als er dann von Gott erleuchtet wurde, hat er sich den Arm abgetrennt. Dann erfahren wir von ihm tatsächlich Bobs Namen. Also wussten wir ja vorher nicht. Wir wissen jetzt, dass diese Figur anscheinend Bob heißt. Und er Mike. Also wir erfahren, glaube ich, dass der einnamige auch Mike heißt. Ich meine, ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Und Doch, dann. richtig. Bob und Mike auf jeden Fall. Ja. Und dann spricht Bob tatsächlich mehr als einen Satz. Das hatte ich gar nicht mehr auf der Pfanne, dass die Figur überhaupt groß redet. Stimmt, das habe ich mir aufgeschrieben. Er schwört halt, Mike zu fangen Ja, und immer weiter zu töten, ne? genau, er will immer weiter töten. Und er sagt so, ich werde dich fangen, was sagt er, mit meinem Todesbringer oder so ähnlich. Genau, mit dem Vielleicht Todeswort, whatever. macht dieses Wort im Englischen mehr Sinn. Auf Deutsch klingt es halt ein Ich. bisschen unbeeindruckend. Ja. Hier habe ich auch noch so einen kleinen Trivia-Fakt, Ja. den ich selber vielleicht rausgefunden habe, ich weiß nicht. Mike erzählt ja. Moment. Mike war richtig, ne? Ja, Mike. Der Einnahmige ist Mike, ja. Wie heißt Bobbys Freund nochmal? Auch Mike. Auch Mike, okay. Gut, Ja. dann bin ich doch nicht verwirrt. Er erzählt, dass er vom Teuflischen berührt wurde. Ah ja. Und dieses auch, also auf Englisch ist es I am touched by the devilish one. Oh. Und dieser kleine Vers wird irgendwie in ziemlich vielen Metal-Liedern verwendet. Echt? Oh, Also geil. ich weiß, ich meine, der wird gesampelt bei Children of Bodom irgendwo. Und jetzt gerade eine Band, die ich vor kurzem herausgefunden oder entdeckt habe, sind Enforcer. Die haben auch einen Song, der heißt Walk With Me. Oh, okay. Und da singen sie halt auch, Moment. As I remain, I am touched by the devilish one fire, walk with me. Oh, geil. Und sowas. Also, ein cooler Song übrigens. Ah, Könnt ihr euch okay. anhören. Ja, was ja und das bringt halt diese gesamte Zusammenarbeit von Mike und Bob, also deren Verhältnis irgendwie, bringt das ja auf. Und ich bin mir immer noch nicht sicher, halt, wie das dann in Wahrheit war oder ob man sich das überhaupt zusammenreimen kann. Weil so wie es jetzt da geschildert wird oder halt irgendwie so übermittelt wird, so war es ja dann nicht richtig. Glaub ich. Also hier kommt es halt so rüber, als hätten Mike und Bob früher so eigene, so zusammen so Dinger Genau. gedreht, Und jetzt, aber also jetzt Mike hat mit. sich dem Ganzen irgendwie entsagt oder so. Genau. Und also mit dem Wissen, was wir jetzt schon ein bisschen haben, als jemand, die Serie schon kennen, und wissen, was Bob ist. Hört es sich ja ein bisschen so an, als wäre Mike genauso von Bob besessen gewesen, wie Leland es ist. Ja, irgendwie schon, ne? Ne? Aber das, ich meine, Aber das stimmt ja. ja nicht. Ich meine, Mike ist ja vermutlich eher kein Mensch in dem Sinne, sondern er ist so irgendwie eine Manifestation der Black Lodge-Wesen. Ja, ich weiß, was du meinst, aber vielleicht, oh Gott, keine Ahnung. Das ist wirklich etwas, was auch durch die dritte Staffel nicht leichter geworden ist zu erklären. Ja. Ja. Also der Mike steht ja eher in Verbindung mit
dem Zwerg, der auch irgendwie manchmal als der Arm bezeichnet wird. Oder auch The Man from Another Place, was irgendwie ein schöner Name für den Zwerg ist. Ja, stimmt. Gute Frage. Ich Ja. habe keine Ahnung. Ich leider auch viel zu. Ich habe da leider auch schon wieder viel zu viel vergessen, weil ich mich lange nicht mehr mit der Mythologie aus der ersten Staffel beschäftigt habe. Ich war in der letzten Zeit eher so in dem drin, was man aus der dritten Staffel. Ja, was habe ich eben gesagt? Ich habe viel zu viel aus der ersten Staffel vergessen, und weil ich mich viel mehr mit dem aus der dritten Staffel beschäftigt habe und was man aus dem Twin Peaks Buch erfährt bzw. nicht erfährt. Genau. Ja, aber vielleicht kommen ja jetzt auch noch irgendwie Szenen, die man vergessen hat, die das Ganze noch mal irgendwie ein bisschen relativieren oder in ein anderes Licht rücken. Ja. Und ich finde, also dann nach dieser Sequenz gehen wir wieder zum alten Cooper in der Black Lodge. Aber ich glaube, ich finde, bis dahin ist das eine der überzeugendsten Darstellungen eines Traums, die ich jemals gesehen habe. Ja, also über dieses super weirde Gesprächsfetzen, nichts ergibt irgendwie Sinn und alles Genau. ist ganz wild hin und her geschnitten. Aber ja, stimmt, da hast du recht. Und Traum ist ja etwas, was zumindest hier in Twin Peaks ein durchgängiges Thema immer von Lynch ist. Also wir haben ja schon vorher jetzt in der Folge gehört von Coopers Traum, wo er diese Intuitions-Dingens bekommen hat. Und ja, vor allem in Staffel 3 Ja. wird das Traumthema noch, oh wow. Weiter ausgenommen. Etwas ausgeführt. Ja, ausgeführt, danke, ja. Mit Betonung auf etwas. Ja, und Betonung auf Monica Bellucci. Falls du dich an die Szene erinnerst. Das war einfach. Pff. Nicht wirklich, muss ich Nicht? sagen. Okay. Wo Gordon seinen Monica Bellucci-Traum hat, wo einfach tatsächlich Monica Bellucci als Monica Bellucci zu ihm redet. Oh, what the fuck? Ja. Ja, dann kann ich mich in der Tat nicht mehr erinnern. Also, Okay. interessant. Jedenfalls dann, wir sind dann wieder in der Black Lodge, also im Raum mit den roten Vorhängen, wo Cooper sitzt. Und dann auf einmal ist Laura da. Richtig. Und der Zuschauer denkt sich, warum ist sie da? Aber es Ja. scheint dann doch irgendwie gar nicht wirklich Laura zu sein. Ja, beziehungsweise, warum Laura da ist, wäre, ich glaube, an der Stelle eine der wenigsten Sorgen der Zuschauer. Okay, ist halt ein Traum, ne? Ja. Ich glaube, nach allem, was in den letzten 2 Minuten vorher passiert ist. Ja. Und Ja. mit dem zitternden Zwerg, der ein sehr komisches Deutsch spricht. Ja, das muss ich mal ganz noch sagen. Also in der Black Lodge, die Bewohner der Black Lodge reden, ich weiß nicht, wie man das nennt, Backward Language oder sowas. Es ist einfach, oh, das ist schwer zu erklären. Ja, das ist mega schwer zu erklären. Also man muss Laute von sich geben, die dann, wenn man das rückwärts abspielt, Sprache ergibt. Das ist, also ich habe das selber mal versucht, aber das ist halt unheimlich schwer, ne? Ja, weil ich glaube, wenn man das erstmal so hört, so rückwärts reden, dann denkt man sich ja, okay, dann nehme ich halt die Wörter, die ich sagen will, und lese die rückwärts. Aber das ist es halt nicht, weil wenn man jetzt irgendein Wort einfach von den Buchstaben her rückwärts liest und das dann rückwärts abspielt, dann kommt halt nicht das richtige Wort bei raus, sondern was ganz anderes. Ja, richtig, so überhaupt nicht. Ja. Und also die reden alle so, was eine. Ich nehme an, es war die Idee von David Lynch, und das ist einfach nur eine so tolle Idee. Irgendwie.
Weil dadurch bekommen diese bekommt es so einen surrealen Also. so einen surrealen Touch, dass man halt die ganze Zeit, also man versteht sie, aber man weiß einfach, dass irgendwas hier nicht richtig ist. Dass Irgendwie so irgendwas gar hier so. nicht in den Bahnen der Realität so läuft. Ja, Also genau, irgendwas das ist ist sehr halt gut ganz, ganz ausgedrückt. schief. Ja, man ist irgendwie an einem Ort, der nicht richtig ist. Nicht so funktioniert, wie wir das so kennen. Genau, der nicht nach unseren Regeln funktioniert. Und also sie reden nicht nur rückwärts, sondern halt sie bewegen sich auch quasi rückwärts. Also die Bewegungen sind rückwärts abgespielt. Was halt nochmal dazu beiträgt. Zum einen zu diesem Traum, dass es also surreal träumerisch wirkt. Und halt auch, dass es alles so irgendwie verkehrt wirkt. Dass man nicht quasi hier, wenn man den Zauberer von Oz zitiert, we are not in Kansas anymore. Ja. Ne? Und dann fängt der Zwerg an zu reden und ach so, da wollte ich ja am Anfang wollte ich ja am Anfang sagen, diese Backwards Language, die ist auf Deutsch so gut wie nicht verständlich, finde ich. Also du meinst das Deutsch, was gesprochen wird? Genau. Ja, es ist schon ziemlich schwierig. Also manche Sachen, da, die Also verstehst du ich relativ einfach und... hatte bei mir waren von vornherein irgendwie englische Untertitel dabei Ja, drin. bei mir auch. Ich glaube, die sind auch einfach in der Videospur drin. Also die sind nicht DVD-mäßig eingestellt. Die sind einfach, die sind da einfach da angezeigt. Also im Ja, Bild. denk ich auch. Und ohne die Untertitel hätte ich, glaube ich, größtenteils nicht verstanden, was der Typ gesagt hätte. Ja, nee. Also in der dritten Staffel, die ich ja komplett auf Englisch gesehen habe, wenn da, wenn sie da in der Black Lodge war, da habe ich das verstanden, was die gesagt haben. Ihn jetzt hier auf Deutsch. Ich konnte das einfach nicht verstehen. Ich weiß nicht, vielleicht haben die das fürs Deutsche auch irgendwie anders aufgenommen, halt dann nicht rückwärts, sondern halt nur irgendwie ein paar komische Filter drüber gelegt, damit es irgendwie seltsam klingt. Ich weiß nicht, Kann also ich fand es natürlich auch extrem sein. schwer zu verstehen für mich. Ja. Wir müssen mal das englische Original hören. Also ob das dann Ja. anders klingt. Aber also ich, bei mir war es so teils, teils. Also manche Sachen, ich kann mich daran erinnern, dass ich das immer super umständlich fand. Aber hier war ich jetzt eigentlich erstaunt, dass ich doch so viel verstanden habe. Oh, echt? Aber Okay. Jetzt auch nicht alles, ne? Also Ja. ist eher so ein Halb-Halb-Ding irgendwie. Und sobald dieser Zwerg anfängt zu reden, da denkt man sich auch so, wo bin ich jetzt gelandet? Weil das Erste, was er Ja. sagt, ist irgendwie deine Lieblings-Kaugummi-Sorte oder so. Kann das Ja, sein? lustigerweise habe ich die Szene hier gerade. That gum you like is going to come back in style. Ja, und ich habe mir einfach nur aufgeschrieben, Kaugummi, what? Ja, wohl, ich glaube, also er sagt irgendwie auf Deutsch irgendwas anderes, ne? Ich weiß nicht genau, ob es irgendwie Das ist, für Gum noch eine andere Übersetzung genau, gibt. das war es nämlich, weil auch wenn ich ihn nicht wirklich verstehen konnte auf Deutsch, ich kann mich nicht daran erinnern, auch nur annähernd das Wort Kaugummi gehört zu haben. Und im Untertitel halt Gum habe ich halt auch gesehen, aber keine Ahnung. Generell, also dann die Sachen, die ich dann verstehen konnte, die stimmten auch mit den Untertiteln nicht so hundertprozentig überein. Er hat da manchmal nur irgendwie im Ansatz so etwa das gesagt, was da eigentlich stand. Was ein bisschen seltsam ist. Ah, leider kann man. Kennst du irgendein Wörterbuch, wo man nach so Slang-Begriffen suchen kann? Slang, also ich kenne jetzt nur Dikt, hätte ich jetzt gesagt. Da kommen immer ziemlich viele Übersetzungen. Ja, hier bin ich gerade, aber irgendwie. Kommt da eigentlich auch halt nur das entweder Kleber, Gummi oder Zahnfleisch raus. Na, ah, okay. Also, vielleicht ist es irgendein Wort, was man so nicht kennt, aber welches halt irgendwie so benutzt wird, keine Ahnung. Und dann stellt er Laura, die dann neben ihm sitzt, als seine Cousine vor.
Ja, Und genau. bemerkt dann, aber sie sieht ja auch irgendwie so aus wie Laura Palmer, oder? Und ich finde, das ist dann eigentlich ziemlich krasses Foreshadowing für dann den Charakter von Maddie oder Maggie. Lauras Cousine, die dann vermutlich, ich nehme an, in der nächsten Folge dann auftauchen wird. Ja, könnte sein. Und natürlich dann gespielt wird von Cheryl Lee. Ja, Von, also richtig. der Schauspielerin von Laura Palmer. Und Laura sagt dann auch etwas. Irgendwas mit, dass sich ihre Arme zurückdrehen oder biegen. Also, Ja, my irgendwas arms, ganz. sometimes my arms bend back, so ist es im Untertitel. Ich konnte halt nicht verstehen, was sie im Deutschen sagt. Ja, genau. Ja, alles in allem halt einfach super seltsam, keine Ahnung. Ja, ich glaube, dieses Arms Bent Back, das ist eine Referenz darauf, wie sie gefesselt wurde in der Nacht ihres Todes, habe ich mal gehört oder gesehen. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ich glaube, das müsste man dann in Fire Walk With Me nachgucken, da sieht man das ja. Ja, okay, das könnte natürlich sein, ne? Ja. Und dann fängt dieser Zwerg an zu tanzen. Oh Gott, ich weiß, das war übrigens die Szene, die mich dann damals, als ich zum ersten Mal geguckt habe, so ein bisschen davon dazu gebracht hat, dann damit aufzuhören. weh. Weil ich dachte mir so, ey, what the fuck is going on? Ich wollte doch hier so ein Crime-Ding sehen. Und jetzt, was ist das? Jetzt bist du in der Weirdo-Ecke gelandet, so Ja, gefühlt, ne? genau. Ja, ich weiß auch nicht, aber die ganze Szene, es fühlt sich gar nicht mal so unorganisch an, irgendwie. So, also, ja, es ist weird, aber der Rest war auch schon weird und irgendwie, also weiß ich nicht. Ja, aber jetzt geht ja Weird 3000. Also Ja, es ist so eine stetige Entwicklung. bislang hatten wir halt so die Charaktere, die sich immer so ein bisschen quirky und over the Off. top verhalten haben. Ja. Und jetzt sind wir hier halt mind blow. Ja, okay, das ist dann wirklich so, weil was zum Fick passiert gerade? Ja. Er bewegt sich aber auch wie der letzte Hampelmann. Also, Ja. gerade nochmal angeguckt, es ist. Er groovt sich richtig aus dem Bild. Er hat Und auch offensichtlich sehr viel Spaß dabei. ja, ich glaube schon, ich glaube auch. Und dann geht Laura zu Cooper hin, küsst ihn dann erstmal. Ja. So würde, glaube ich, auch ein Traum, den ich mit Cheryl Lee haben würde, würde in etwa so verlaufen. Und dann flüstert sie ihm etwas ins Ohr. Genau. Woraufhin, und das ist dann vermutlich eher, also sie sagt ihm dann, wer sie getötet hat. Denn Richtig. Cooper wacht dann auf mit einer geilsten Frisur. Ja, so ein Hast du es richtiger gesehen? Bad Hair Day. Ja, 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 ja. es war die ganze Pomade, die er sich ins Haar schmiert. Irgendwie lag er falsch. Und ach, die hat sich in Ja, seinem komisch. Kopfkissen so nach oben, so mit so einer richtig guten Tolle so nach oben gebogen. Ja. Das ist wunderbar. Das ist einfach, all diesem weirden Gedöns macht Lynch einfach so Ja, es ist so Slapstick-Humor so rein. total simplen Witz. Ja, Aber genau. irgendwie. Also Cooper wacht auf, greift sofort zum Hörer, ruft den Sheriff an, der aus irgendeinem Grund innerhalb von 2 Sekunden abnimmt. Weil es ist ja mitten in der Nacht vermutlich. Er schläft wahrscheinlich einfach direkt daneben mit einer Hand so Ja, draufgetaped oder genau. so. Und dann sagt Cooper, wir treffen uns morgen früh, vor dem Frühstück. Ich weiß jetzt, wer Laura Palmer getötet hat. Und dann sagt er einfach nur noch, nein, nein, das kann bis morgen warten. Das dachte ich mir aus. Ich so, was? Ja, Was nein, bist du das kann für nicht bis morgen warten, du Weirdo. ein. Was ist Coop bitteschön für ein Arschloch? So sagst du, ja, ich weiß, aber ich sag's noch nicht. Lol, Genau. Aber lol. das ist auch so, weißt du, so quasi so eigentlich an den Zuschauer gewandt. So, nein, nein, ihr müsst jetzt bis zur Folge morgen warten. Ja, Das stimmt hier ist ein eigentlich, ja. Cliffhanger, Freunde.
Und ich finde, das ist einfach nur der Cliffhanger des Todes. Das ist, Weißt ja, du? das ist Es vor allen geht Dingen für darum. Leute, die so das damals gesehen haben. Was? Ja, genau. Also die halt wirklich dann eine Woche oder ich weiß nicht, wie, in was für einem Takt das dann ausgestrahlt wurde. Sagen wir mal Gute einfach eine Frage. Woche. Also gehen wir mal Ja. von einer Woche aus, dass es wöchentlich kam. Die dann eine Woche darauf warten müssen, nach der Ansage, dass er weiß, wer der Killer ist. Tja, ziemlicher Scumbag-Move, Ja. David Lynch. Ja, und vor allem, um dann mal vorzugreifen, um das dann überhaupt nicht aufzulösen, weil Cooper es einfach vergisst. Ja, es ist der Wahnsinn, ey. Ey, also ich finde von allen, ja, obwohl, die Folge an und für sich fand ich nicht so mega. Ja, so viel passieren tut da halt einfach irgendwie nicht, ne? Mal wieder, ja. Aber du hast halt trotzdem irgendwie total ikonische Momente da drin. Ja, also ich glaube, wir werden, ja wohl, sagen wir mal jetzt direkt, was waren unsere Lieblingsmomente? Ich würde sagen, ich habe wieder zwei. Und zwar natürlich die im Wald. Ja. Einfach nur, weil sie also herrlich schön bescheuert ist und irgendwie total over the top und niemand hinterfragt, was Cook da eigentlich macht. Und dann kriegt Andy noch einen Stein gegen den Kopf und da ist eigentlich alles drin. Da will ich nur ganz kurz eine Sache einhaken, beziehungsweise elaborieren. Ich finde die Szene so wunderbar, wenn er die Tafel umdreht, wo dann die Karte von Tibet und China drauf ist. Also, ich werde Ihnen jetzt etwas erzählen über ein Land namens Tibet. Und alle vier, sind es vier? Sheriff, Hawk, Andy und Lucy, ja, alle Lucy, vier, die sitzen da so auf so einer Bank in einer Reihe und ja, dann genau. synchron beugen sie sich so nach vorne, um halt besser Ja. zuzuhören. Das ist wunderschön. Ja, sieht total lustig aus, auf jeden Fall. Wie so wissbegierige Schüler, so. Ja, genau. Und ich finde, da der Sheriff guckt dann auch nur so. Okay, ich bin mal gespannt, was der Typ jetzt erzählt. Ja, so richtig. Ja, also ich hatte damit gerechnet, dass du die Szene nimmst. Deswegen noch eine andere Ja. kurze. Ja, es ist halt die mit Big Ed und Nadine, wo sie, Na. also eigentlich beide, wo sie das Ding kaputt macht, das finde ich mega witzig. Ich weiß einfach nicht, was David Lynch uns damit sagen möchte, aber okay. Ja. Nadine ist wahrscheinlich einfach eine sehr emotionale Person. Das könnte man vielleicht da so mitnehmen. Ja, das Und kann man halt so sagen. dieses mit absolut geräuschlos. Keine Ja. Ahnung. Das ist einfach nur total geil. Das ist ein Spruch, den ich sehr gerne viel öfter benutzen würde in meinem Alltag, aber leider kommt es nicht so häufig dazu. Aber wenn, dann wird's auch richtig abgefeiert. Ja, bei dir? Ja, meine Lieblingsszene ist das Ende, der Traum mit dem Zwerg. Okay. Weil ich also spätestens seit Fire Walk with Me liebe ich einfach also diese Mythologie, diese komischen Kreaturen, die in dieser Black Lodge leben. Ich weiß nicht, wie ich sie besser beschreiben soll als Kreaturen, weil im Endeffekt sind sie das ja. Entität. Entitäten, genau. Und das ist das erste Mal, wo wir so mit denen in Berührung kommen. Wir wissen eigentlich noch gar nichts darüber, aber ich finde, allein dass dieser Vers rezitiert wird von Mike, der im Deutschen auch wirklich eine super Synchronstimme hat, die passt super und Ja, stimmt. macht es mega bedrohlich irgendwie, wenn dieses Gedicht oder was das ist, da aufgesagt wird. Wobei die Stimme von Bob jetzt nicht so geil ist, finde ich, die deutsche. Nee, die hat nicht so ganz gepasst, das stimmt. Allerdings, er sagt ja auch so gut wie nichts, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt noch mal irgendwas sagt in der Serie, ne? Wir werden sehen. Ja. Also im Fire Walk with Me hat er auf jeden Fall einen Satz, den er sagt. Aber ich glaube an und für sich. Na, die Figur kommt ja auch eigentlich ohne Dialog aus. Ja. Die braucht ja nicht zu reden. Die hat ja eigentlich auch nichts mitzuteilen, irgendwie so. Richtig, Für ja. die Story, ne? Also.
was irgendwie seltsam klingt, wenn es um den Antagonisten geht, aber es ist ja einfach so. Ja, richtig. Wenn man später weiß, was er ist, ist das ja auch gar nicht mehr so. Genau, also wenn Keine man weiß, Ahnung. dass er das ultimative, die B Böse. Personifikation des Bösen eigentlich darstellen soll. Ich meine, was hat das Böse zu sagen? So, es ist Ja. das Böse. So. Richtig. Was willst du Was soll ich da? schon groß sagen, ne? Genau. Ja, und als wie diese Sequenz halt einfach perfekt so aufgestellt ist, wie man sich einen Traum vorstellen würde. Als total eigentlich zusammenhanglos, teilweise auch unverständlich, wenn er da irgendwie am Anfang von dem Kaugummi erzählt. Richtig. So, what? Und er hat einfach, dass so ganz schnell diese Cuts sind von so Szenen, die eigentlich zusammenhanglos sind. Also wenn Sarah da rum die Treppe runterrennt, dann schnell Bob, dann gibt es zwischendurch, glaube ich, so kurz Grisselbild auch. Ja. Ah, es ist. Halt auch dieses Blitzlicht überall immer, ne? Ja, genau. Auch so, so ein Mittel, was der häufig benutzt, wenn es halt in diese Und Black Lodge geht, glaube ich. ja. Und dann das, was ich auch ebenso mehr, also halb scherzhaft gesagt habe, dass so ein Traum mit Cheryl Lee von vor 30 Jahren mit mir vermutlich hoffentlich auch verlaufen würde. Ich meine, soll das darstellen? Also ich meine, das ist einfach nur so, ja, die Frau sah halt super aus und das ist jetzt ein Traum von Cooper mit ihr und Ja, ich meine, da kommt Cooper halt scheint die. generell das Problem damit zu haben, Bitte? auf etwas Jüngere zu stehen. Ja, das, ja, aber ja, ich meine, dass da dieses Profane irgendwie dann noch so irgendwie durchkommt in diesem total strangen Traum. Ich weiß nicht, also das tut da, spielt da einfach nochmal in dieses Unwirkliche irgendwie noch mit rein. Ja, richtig. Und deshalb ganz klar, meine Lieblingsszene ist unser Ganz erster klar der Besuch, Traum. ganz klar der unser erster Besuch in der Black Lodge. Ja, okay, kann ich auch nachvollziehen. Also es ist auf jeden Fall eine coole Szene. Ich mag mir gar nicht vorstellen, wie damals die Reaktionen darauf gewesen sind. Wahrscheinlich erstmal ein paar Leute auf die Barrikaden gegangen, weil das Teufelszeug ist und so. Wobei ja eigentlich damals die Serie super genial ankam. Die ist ja durchgestartet wie sonst was, obwohl es niemand erwartet hat. Ja, faszinierend, ne? Manchmal passiert halt auch irgendwie, also ich meine, es ist ja auch bei Filmen so, ne? Dass du Klar. sagst, ja, der Film, der wird voll der Hit und dann ist er auch gut, aber niemand guckt ihn sich an, so. Andererseits Nein. Transformers. Also eigentlich, ja. Also Okay, eigentlich halte ich chinesischer Markt, egal. ja, ich halte ja eigentlich viel von Filmkritikern und so. Da haben sie langsam aber sehr falsch. Ich meine, das im Kopf zu haben, dass dieser Serie kein Erfolg groß vorausgesagt wurde. Weil es halt auch also wirklich gegen den damaligen Fernsehtrend ging. Weil Ja, damals da liefen richtig. so Sachen wie, weiß nicht, Columbo und Magnum. So Sachen, da wurde in einer Folge wurde da eine Geschichte abgehandelt. Und Genau. da Und dann wurde kam auch, die nächste, ne? genau, und da wurde auch nie wirklich groß auf das Opfer, also wenn es um Mord ging, zum Beispiel bei Columbo, da wurde nie groß auf das Opfer eingegangen, wer diese Person ist. Da ging es darum, okay, diese Person ist tot. Jetzt geht es darum, herauszufinden, wer. Mich interessiert nicht, was diese Person für innere Dämonen hatte. Ich will verdammt nochmal wissen, wie die Tür von innen verschlossen sein konnte. Ja, Weißt okay. Ich meine, wahrscheinlich hat Lynch das gesehen und dachte, nö, das ist doof. du? Ja, Ich mache klar, jetzt eine eigene also. Version davon. Und hat dann quasi den Weg geebnet für so Sachen wie Akte X, Lost. Ich glaube, vor allem die Macher von Lost haben sich ziemlich oft auf Twin Peaks bezogen, wenn sie gesagt haben, was ihre Inspirationen waren. Ja. Ich habe ich leider nicht gesehen, Ach so, gar aber nicht.
Ja, keine Ahnung, ein paar Folgen früher auf ProSieben so. Aber ich kann mich ja wirklich an fast gar nichts mehr erinnern. Also. Ich kann dir die ersten drei Staffeln nur ans Herz legen, die sind super. Danach fällt Ja, leider ich habe. alles auseinander. Ja, ich habe schon gehört. Also das Ende soll ja nicht so gut sein. Das Ende haben sie ja leider total verkackt, was auch teilweise nicht ihre Schuld ist, weil ich weiß nicht, ob du das irgendwie noch im Blick hast. Es gab damals mal einen Autorenstreik, also die Drehbuchautoren haben gestreikt halt für bessere Löhne. Und da alles, was damals da zu der Zeit produziert wurde, hat darunter halt teilweise sehr gelitten. Und ja, Scheiße. und unter anderem war das auch Lost, die halt dann eine Staffel, ich glaube, die war dann kürzer. Da mussten sie sehr viel irgendwie, keine Ahnung, zusammenstauchen. Und das hat das, da hat er, glaube ich, viel kaputt gemacht. Scheiße. Ja. Naja, machst du nix, ne? Ja, es. Machst du Vielleicht gibt es ja nix. mal irgendwann eine Petition, Lost remaken. ja, ein Ah, Remake zu machen oh, oder ich irgendwie weiß nicht, ob sowas. ich das haben wollen würde. Naja. Dann, also wir gehen auf das auf Halbzeit der ersten Staffel zu, ne? Wie viele Folgen hat die denn jetzt wirklich? Sieben, ne? Lass mich mal kurz gucken. Hier, Twin Peaks, Wikipedia. Oh Gott, der deutsche Artikel ist halt echt scheiße. Ja. So ein ganz gigantischer Clusterfuck an irgendwas drin, aber nicht das, was irgendwie interessant ist. Warte mal, ich gehe mal kurz auf den Englischen. Bla 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 bla, Transmission. Season 1. Oh, hier ist es auch nicht aufgeführt. Willst du mich verarschen? Echt nicht? Moment. Ich gucke wahrscheinlich einfach nur schief. Das gibt's doch nicht. Gut gesagt. Twin Peaks Episodenliste. Ah, okay. Staffel 1, Episodenzahl 8. Okay. Mit dem Piloten. Das heißt eigentlich nur 7 in unserer. Ja. Also wir haben jetzt die Folge Zen oder die Kunst, einen Mörder zu fassen, geguckt. Die in der Tat auch von David Lynch Oh ja, Regie. Ja, das eine Regie. wundert nicht bei dem, was am Ende passiert. Nee, so gar nicht. Ist aber auch die letzte, die er in der Staffel Regie geführt hat, wie ich gerade sehe. Ja, die Mal nächste gucken. ist von Tina Rathborn. Genau. Und dann als nächstes, in Staffel 2 hat er halt nur die ersten beiden Regie geführt. Und die Ah ne, fünf dann noch, in, zählte. noch einmal die siebte. Ja, siebte, ja. Und dann erstmal gar nichts, bis dann wieder in der allerletzten. Ja. Wo sie ihm gesagt haben, ey, wir kommen hier nicht weiter, die Ratings fallen ab. Kannst du was machen? Ich glaube wirklich, so in etwa ist das gewesen. Könnte sein, ne? Man sieht hier auf jeden Fall eine Abnahme an Zuschauern von 19 Millionen auf Oh 7 ja, und ich sehe es dann gerade. sind wir bei 10 in den letzten beiden Folgen. Ja, aber auch, muss ich ganz ehrlich sagen, zu Recht. Muss ich einfach sagen. Wir werden sehen. Genau, und dann die nächste. Oh, die nächste ist Ruhe in Unfrieden. Was sie mit Rest in Pain ins Englische übernommen haben. Oh wow. Und da ist auch eine sehr. eine ziemlich Originalszene mit der Beerdigung. Oh ja, wunderbar. Freue ich mich jetzt auch schon drauf. Ja, da kann man auch sehr symbolisch mit dran was Oh reinlesen, wow, oh wow. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Das ist, wie. ja, Wenn gut. man sich ansieht, wer da auf wem quasi, ne? Ich sag mal nichts Hoch und weiter. runter. Und Ja, ja. ja. Nee, Das ewige Rein- und Rausspiel. ja, oh Gott. Passt ja auch wunderbar. nee, Auch ein Film, den ich unbedingt nochmal gucken muss. Egal. Was, welche?
Clockwork Orange. Ach, Clockwork, den habe ich nie gesehen. Echt nicht? Oh, der Nee. ist geil. Ja, ich weiß. Der ist super weird, aber auch sehr geil. Ja, habe ich schon gehört. Ist das ein Kubrick-Film? Ja. Ah, mit Kubrick kann ich nicht so viel anfangen. Ich bin Ich auch so wie, eigentlich. ich bin auch so der einzige Mensch auf diesem Planeten, der Shining nicht für ein absolutes Meisterwerk hält. Nee, bist du nicht. Okay. Ich mag, also ich weiß gar nicht, was ich von Kubrick gesehen habe. Ich habe Shining gesehen, ich habe Apocalypse Now gesehen und halt Clockwork Orange. Moment, hast du gerade gesagt Apocalypse Now? Der ist Ist doch der nicht nicht. von Dingens? Nee, ich glaube Aha, was nicht. steht von Francis Ford Ford Coppola? Coppola. Hier, Dings ist von Kubrick. Full Metal Ja, Jacket. Full Metal Jacket, ja, richtig. Den fand ich aber auch nicht so gut irgendwie. Ich kenne, den habe ich auch nicht wirklich gesehen. Ich kenne halt so ein paar ikonische Szenen, wo halt der Ausbilder die zur Sau macht. Ich weiß auch gar nicht, ob ich den ganz gesehen habe. Nee, Vermute also ich mal irgendwie. Kubrick ist mir zu. Boah. Aber Zu bei Shining bin ich symbolisch. auch bei dir auf einer Seite da. Also ich finde, der Film hat unheimlich coole Szenen, aber der ist halt stellenweise einfach viel zu lang. Also Da sind so ich drück's immer Szenen, die sind so. einfach so komplett langweilig. Ja, also ich drück's gern so aus. Ich würde liebend gern Jack Nicholson 3 Stunden dabei zusehen, wie er da an der Bar sich mit dem eingebildeten Barkeeper unterhält. Den Rest des Films fand ich lame und auch unverständlich. Teilweise. Hashtag letzte Szene. Ja. Ich bin auch insgesamt kein großer Fan von King. Also Aber ach so, ja, stimmt, ich okay. respektiere absolut, was der Typ macht und wie viel der vor allem macht. Ja, der, ja. Also ein paar Filme, die ich, also ein paar der Verfilmungen, die ich von ihm gesehen habe, sind sehr cool. Ich habe noch nichts von ihm gelesen. Ich habe mittlerweile zweimal angefangen, den Dunklen Turm zu lesen. Bin ich aber nie über die ersten paar Kapitel hinausgekommen. Ja, Weil ich habe auch nur das ich erste bin Buch einfach kein gelesen. Fan Das war halt auch. von seinem Schreibstil. Also sagen wir es mal so. Ich finde, das kommt bei mir mal extrem auf das Buch an, was ich irgendwie lese. Okay. Aber ich bin auch jetzt nicht der riesige King-Enthusiast. Also ich finde die Sachen, die ihr macht, cool. Finde immer die Atmosphäre, die irgendwie in den Büchern und Filmen herrscht, ist immer so eine ganz eigene. Das stimmt, ja. Und das ist irgendwie auch immer so ein bisschen verschroben, ein bisschen komisch, aber irgendwie auch cool. Aber King selber mag den Film ja auch nicht. Das stimmt. Ja. Äh, Dafür und findet ich weiß. er viele andere seiner Verfilmungen gut, die allerdings ziemlich Rotz sind. Ja, okay. Aber Filmgeschmäcker sind ja auch immer verschieden. Also ich Ja, finde, man kann das ruhig auch stimmt. mal einen etablierten Klassiker kritisieren. Also ich meine, dafür ist man halt einfach dann doch ist der Geschmack doch zu unterschiedlich, als dass man Ja. jetzt zu jedem Film, der Klassiker ist, sagen muss, ja, den mag ich. Ja, das stimmt. Allerdings ist die, habe ich halt sonst noch eigentlich nirgends woanders die Meinung gehört, dass Shining, also dass jemand gesagt hat, er mag Shining nicht. Ja, nicht mögen ist auch jetzt so hart gesagt, ne? Ich Also ich finde den hatte Film einfach cool, aber. keine große Freude daran, als ich den geguckt habe. Vielleicht auch, weil ich dann natürlich den Megafilm erwartet habe und dann halt sich das für mich nicht erfüllt hat. Das, ne? Ich fand es halt witzig, ich habe den halt irgendwann mal in meiner Jugend gesehen. Oh Gott, so alt bin ich ja noch gar nicht. Als ich jünger war, so besser. Und dann habe ich den irgendwann mal mit meinen Eltern geguckt, weil ich dachte, oh, lass mal so einen Gruselfilm gucken. Und meine Eltern haben halt irgendwann so in der Mitte gesagt, das ist voll langweilig. Ja. Und da gibt es ja auch Szenen, ich weiß nicht, wo sie irgendwie im Kühlschrank da sitzt oder in dieser Kühlkammer oder so. Das ist einfach so pointless und irgendwie so, es ist so unendlich in die Länge gezogen, ich weiß nicht. Also bei mir kam da absolut keine Atmosphäre mehr rüber. Und Obwohl ich jemand bin, der eigentlich sagt, ich brauche keine Gewalt, ich brauche kein gar nichts. Hauptsache, es hat eine schöne Atmosphäre, kann auch gern getragen sein, kann auch gern lange sein. Aber irgendwie, nee, hat sich nichts eingestellt bei mir. Muss ich vielleicht auch nochmal gucken, aber. Um jetzt nochmal den Bogen zurück schlagen zu können, es gibt eine Stephen King-Verfilmung, in der Mädchen Amick mitspielt, die hier in Twin Peaks Shelley Johnson verkörpert. So, damit wären wir wieder bei Twin Peaks. Nice, nice, Ja. nice. Gut. Perfekt. Genau. Ja, abschließend noch zu sagen, die Folge leider zu 80% würde ich jetzt so mittel einstufen, Ja.
Weil tatsächlich, es passiert nicht so mega viel. Es kommen, ja, also, es werden einige neue Figuren etabliert. Hier, Jerry und Zum Beispiel auch Albert. Black. Haben wir über Blackie gesprochen? Nein, wir haben nicht über Blackie gesprochen. Also, sie ist die Also diese Betreiberin des One-Eyed Hochmutter. Jacks, ne? Richtig, genau. Ja. Ich weiß, ich Meinst du glaube, ich das? habe sie ausgelassen, weil ich nicht wirklich was zu ihr sagen konnte. Nö, so viel sagt sie auch in der Folge gar nicht. Wir Genau. wissen einfach nur, dass sie halt jetzt so die Leiterin ist. Ich mag irgendwie ihren Charakter halt irgendwie. Keine Ahnung. Ich weiß ja gar nicht mehr, was da noch mit ihr kommt. Also deshalb habe Das wollte ich. ich jetzt mal. Ja, okay. Ne? Ne, ansonsten der, naja. Der Ed-Nadine-Plot wird ein bisschen weitergetrieben, hat jetzt für mich recht wenig Impact. Eher weniger Priorität. Ja, genau. Es gibt ein bisschen was mit Bobby. Ja, aber Ja, wie halt, dass gesagt. der übernatürliche Plot wird vorangetrieben, beziehungsweise Genau. richtig etabliert diesmal. Ja, dieses Esoterische scheint irgendwie auch noch mehr Ja, Fuß zu fassen, ne? genau. Ich muss mal sagen, ich weiß nicht mehr, jetzt nach der nächsten Folge, weiß ich nicht mehr so wirklich, wie sich der ganze Plot in der ersten Staffel noch entwickelt. Ich weiß halt noch so ein paar Versatzstücke, dass halt irgendwann das Sägewerk brennt, dass Cooper vom Giant besucht wird, dass ich glaube, mit Hank, das ist auch noch in dieser Staffel. Kann sein, ja. Ja, doch, ich meine schon. Also ich meine, ich habe ja schon ein bisschen vorgeguckt. Ich meine, Hank kommt auf jeden Fall irgendwie in den nächsten paar. Also entweder in der nächsten oder in der übernächsten. Ja. Und Maddie halt, hast du ja eben auch schon angesprochen, ne? Genau. Maddie kommt dann definitiv in der nächsten Folge, glaube ich, wenn in der nächsten Folge die Beerdigung ist, dann müsste die da auftauchen. Genau, ja. So. Aber ich finde, wir haben jetzt gesagt, was zu sagen war. Definitiv, ja. Ja. Und ja, damit sage ich mal vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ruhe in Unfrieden oder Rest in Pain. Klingt nach einem Plan. Jo. Vielen Dank und haut rein. Ciao, ciao.